herzlich willkommen in einer neuen Woche mit meiner Strickerei, dem Eddie. Moin Eddie, hast du gut geschlafen? Ja, und ein paar Projekten, die auch in dieser Woche weitergehen. Eventuell werde ich aber auch noch was Neues anschlagen. Ich habe hier eine fertige Sneakersocke. Da habt ihr schon den Anfang im letzten Video gesehen. Und die zweite habe ich auch schon angenadelt. Und einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich dazu eine kleine Anleitung mache. Und ja, das überlege ich tatsächlich zu machen. Ihr werdet sehen. Ja, und hier, was habe ich denn hier versteckt? Das ist eine Nadelgarage, da ruht gerade der Ärmel. Und ich habe hier an dem Anchors Sweater, das ist ja diese Anleitung, die habe ich euch schon gezeigt, auch ein bisschen weiter gestrickt. Und zwar war ich beim letzten Mal hier bei diesem Maschen- oder Rundenmarkierer und habe jetzt ja, einige Zentimeter drüber gestrickt. Also es sind ja echt lange, große Runden. Und ja, was sonst noch diese Woche auf dem Plan steht, ihr werdet es mitkriegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem neuen Video. Ready gemacht. Ein bisschen Pinselstrich. Jetzt ist es auch nicht mehr so heiß. Jetzt geht das wieder. Ich kann das nämlich nicht leiden, wenn es so turbo heiß ist und ich habe irgendwas im Gesicht, dann läuft mir das nämlich runter. Ja, kleine Ankündigung noch. Im Laufe dieser Woche werde ich euch zeigen, was ihr gewinnen könnt am Ende dieses Videos. Während dieses Videos bekomme ich nämlich die Sachen dafür. Und ich habe nämlich in einem Short schon angekündigt, dass ich einen Sponsor habe, also für einen Teil des Gewinns. Und zwar werden zwei von euch für meinen 1000 Abonnenten, wir haben sie allerdings schon überschritten, gewinnen können. Also ich werde zwei Pakete verlosen. Natürlich wird da auch Wolle drin sein und noch was anderes. Da lasst euch überraschen. Genau, und ich werde jetzt mal noch ein bisschen meinen Haushalt schmeißen. Kommt die Sonne? Man weiß es nicht. Und wenn ich ganz viel Glück habe, vielleicht kann ich heute doch noch mal auf die Terrasse und da ein paar Runden nadeln. Bye.
Das war eine richtig gute Idee. Das gefällt mir richtig gut hier in meinem Auftragsbuch. Und ich mag auch die Postkarte total. Ich liebe ja so Vintage-Fotomotive. Richtig schön. Und apropos richtig schön, ich glaube, draußen wird es jetzt auch richtig schön. Die Sonne ist da. Oh, wie schön. Ich habe es gehofft, dass ich heute noch hier ein bisschen stricken kann. Und zwar werde ich gleich meinen Elise-Scarf weitermachen. Der hatte ja jetzt ein bisschen Pause. Und das ist übrigens eine Anleitung von der Paula M., also von der Susanne Müller. Und ich habe hier noch ein Buch, da möchte ich gleich mal gucken. Da sind zwar keine Strickanleitungen drin, aber ganz wunderbare, so ja, einfach kreativ durchs Jahr. Und da ist auch was mit Lavendel drin. Und ich habe Lavendel im Garten und da gucke ich gleich mal. Und ich habe mir eben noch einen schönen kleinen Wildblumenstrauß im Garten gepflückt. Mit Margeriten und der Rest weiß ich gar nicht, was das ist. Genau, jetzt ist hier mein Plätzchen. Wisst ihr, was richtig doof ist? Wenn man zu viele Fehler gemacht hat, nicht mehr reinkommt, den Fehler auch nicht beheben kann, keinen Bock mehr hat und das ganze schöne Ding, ich habe nämlich hier unten tatsächlich auch einen Fehler drin, da. Seht ihr es? Ja, es heißt ribbeln, 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 wickeln, 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 wickeln. Da kommt Freude auf. Ja, nee, das hat keinen Zweck. Das ist das Ding, wenn man zu lange etwas liegen lässt. Sollte man nicht machen. Da waren jetzt einige Fehler drin und irgendwie, ja, wusste ich nicht mehr, in welcher Runde ich bin oder in welcher Reihe. Und wird das gute Stück geribbelt. Immerhin ist das Wetter schön und ich kann draußen sitzen. Ich habe jetzt nochmal neu angefangen. Ich war ja schon so schön weit, aber mit Federn ist es natürlich auch ätzend. Deswegen, ja, habe ich einmal gewickelt und ich hasse Ribbeln, ehrlich. Aber es nützt ja nichts. Einmal neu. Es gibt noch einen kleinen Rossmann-Einkauf und es gibt ja sogar auch Wolle bei Rossmann. Guckt mal. Sogar hier so richtiges Teddygarn. Das ist ja lustig. Und Sockenwolle. Tatsächlich hier, die hier. Die habe ich, das war die von Rossmann, die ich euch mal gezeigt habe. Da habe ich ja Babysocken von gestrickt. Ansonsten, oh, die haben hier auch Alpakern. Was ist denn das hier? Oh, die sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich mal gucken, was sie für eine Zusammensetzung hat. Cool. Ich werde sie aber nicht mitnehmen, denn da ist mir zu viel Polyacrylanteil drin. 50%, das mag ich nicht so. Aber ich sag mal so, zum Üben oder so ist das ja nicht schlecht. Ne? Haben die hier einen Reihenzähler? Meiner ist nämlich kaputt gegangen. Aber ich sehe keinen. Dann muss ich ihn doch bestellen. Nur Maschenmarkierer, die gibt's hier. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Montagabend, ich glaube schon bald 8 Uhr. Und der Abend verlief auch anders als geplant. Und ich hatte keine Strickzeit. Die werde ich jetzt gleich noch haben. Aber ich werde hier den Enkers-Sweater weitermachen. Und die Socke ruht gerade. Und den habe ich dann auch heute nicht nochmal angefangen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, da ist der Wurm drin. Ja.
wunderschönen guten Morgen am Dienstag. Ja, ich hatte gestern ein bisschen Frust mit meinem Elise Scarf. Nachdem ich ihn dann ein paar Mal nochmal angeschlagen und immer wieder Fehler drin hatte, habe ich beschlossen, ich wechsle die Anleitung. Und jetzt habe ich aus diesem Büchlein, ich glaube das Armada-Tuch heißt das, angeschlagen, gestern Abend noch um 11 Uhr, mit derselben Wolle. Und ja, ich hoffe, das läuft dann ein bisschen sauberer und besser. Das ist die Anleitung, nicht Armada-Tuch, sondern Alma-Tuch. Und die Wolle von dem Bild sieht auch fast so aus wie die, die ich benutze. Das ist die Ester Permin. Das ist so halb Wolle und halb Baumwollgemisch. Ja, jetzt trinke ich mal noch mein Käffchen. Es ist heute so semi. Eine Mischung aus Sommer und Herbst. Na, Eddie, hast du auch schon eine Runde gestrickt heute Morgen? Du bist noch müde. So, für mich gibt es jetzt erstmal Frühstück. Mein Mann hat mir noch mal ein Tellerchen gemacht. Und guckt mal, ein Handystativ ist hervorragend ein Tuchhalter. Da habe ich jetzt gerade schon ein paar Reihen weitergemacht. Und ich finde dieses Buch echt richtig, richtig toll. Ich habe das mir selber gekauft natürlich. Und da sind auch richtig schöne Tücher drin. Ja, einige. Und das gefällt mir echt richtig schön, richtig gut. Also es ist ein tolles, tolles Buch, wirklich. Es sind richtig schöne Tücher drin. Und ja, mal gucken. Das wird sicherlich nicht das Letzte sein, was ich mache. Ja, wo ist jetzt der Ball? Such mal den Ball. Ey, such mal den Ball. Wo ist er? Und wieder hopp. Eddie, komm. Und hopp. Seht's ihn? Das hier, kennt ihr bestimmt alle, wächst jetzt überall am Wegesrand. Das ist das Meldesüß und das duftet so gut. Wow, das liebe ich voll. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Holunder, aber irgendwie süßer. Und Eddie, suchst du auch Holunder? Ab ins Gebüsch. Schaut mal, wie schön vom Wegesrand. Ich liebe das ja und immer wenn ich irgendwo spazieren gehe, muss ich mir Blümchen für zu Hause mitnehmen. Und hier am Wegesrand stehen auch noch diese Schönheiten hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wisst ihr das? Herrlich. Also für Blumen habe ich ja echt so ein Herz. Ich hatte eben ein Glück. Ich war kaum zur Tür wieder rein vom Lüften mit dem Eddie. Hat das angefangen zu schütten. Ja, ich wollte euch noch was erzählen. Und zwar war ich am Samstag auf einem wunderschönen Sommerfest in einem Framehaus. Und da gab es wunderschöne Aussteller. War klein und beschaulich, super, super süß. Und da gab es auch einen Stand von der lieben Birgit, die selbst gefärbte Wolle hat. Und ich habe mir, guck mal, das passt auch zu meiner Bluse, wunderschöne, selbst handgefärbte Sockenwolle mitgenommen. Das ist, genau, das ist die Birgit Groth, Wolle Muckburg. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Könnt ihr mal vorbeigucken und ich bin in love. Ist eine Zusammensetzung, 85% Schurwolle und 15% Polyamid. Die ist weich wie Butter. Und ich zeige euch noch was. Der hat nämlich richtig coole Maschenmarkierer gemacht aus dieser Wolle. Ich guck mal, dass ich euch das so mal zeigen kann. Seht ihr das? Da steht Maschenjeck drauf, glaube ich. Nee, Wolljeck. Das fand ich so süß. Und sie hatte noch was. Ich bin gerade wieder da. Moment, ich habe mir hier so ein kleines Tischchen aufgebaut. Und zwar auch nochmal Maschenmarkierer. So kleine Holzsöckchen. Sind die nicht süß? Da habe ich
4 verschiedene von, ganz goldig. Und ja, also ich habe noch 3 Pflänzchen gekauft und so einen kleinen Rostanhänger, wer meine Story gesehen hat. Instagram, ihr könnt mir da gerne mal folgen, die Dani Loves. da seht ihr auch immer so Daily Updates von mir. Da habe ich das nämlich gezeigt, was ich mir so gekauft habe schon. Und aber hier, das passt ja zu meinem Thema, zum Stricken. Und ja, ich bin ja ein Wolljunkie. Also meine Mama sagt immer, ich kann an allem vorbeigehen, aber nicht an Wolle. Das ist bei mir tatsächlich auch so. Und ich war gestern noch einkaufen mit meiner Tochter beim Rossmann. Und der hat ja tatsächlich auch Wolle, aber nicht so mein Revier. Aber der hatte eine wunderschöne Strickzeitschrift. Die musste mit. Die schönsten Strickmuster. Ich habe tatsächlich schon mal reingeguckt. Ich muss mal gerade meine Maschenmarkierer... Jawohl, getroffen. Versenken. Super, super schön. Also ganz, ganz tolle Muster. Ihr seht es auch schon hier vorne drauf. Ich hoffe, das spiegelt jetzt nicht. Aber richtig, richtig schön. Ich liebe ja eigentlich lieber Bücher oder gekaufte Anleitungen, so Downloads. Aber weil in Heften, in eigentlichen Strickheften mit Anleitungen, finde ich, sind oft die Anleitungen nicht so meins. Aber so Strickmuster, da dachte ich, ja. Genau, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen an meinem Tüchlein weitermachen. Ja, warum habe ich das eigentlich gestern aufgemacht? In diesem Elise Scarf sind ja ganz viele Umschläge drin. Und ich hatte 2, 3 gravierende Fehler, die mich echt gestört haben. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe es einfach zu lange liegen lassen und ich hatte echt den Faden verloren, den Strickfaden verloren. Ja, und deswegen habe ich gedacht, komm, mach's wieder auf. Und dann habe ich ja gestern Nachmittag versucht, das wieder zu starten, aber ich bin irgendwie nicht reingekommen. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist diese Anleitung gerade bei mir in Blockade, keine Ahnung. Deswegen habe ich gedacht, schnappe ich mir jetzt das andere Büchlein und guck mal, was da so drin ist und habe das dann angefangen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ja, und dann schauen wir mal, was draus wird. Traum in Puderrosa. Das passt auch noch so gut zu meiner neuen Projekttasche. Da ist original dieser Farbton drin. Seht ihr das? So schön. Ja, und ich habe mir diese Wolle für ein Projekt bestellt. Die Anleitung dazu kommt morgen laut E-Mail. Und dann zeige ich euch das nochmal. Und das wird schon was in Richtung Herbst. Aber man kann ja nicht früh genug anfangen. Heute ist bei uns auch ein bisschen Herbst. Und ja, das wird so schön. Das ist flauschi-bauschi. Schurwolle und Mohair. So schön. Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Mit meinem Täschchen und einem Regenschirm gepackt stehe ich jetzt am Parkplatz. Es ist das aller schönste, beste Strickwetter bei 14,5 Grad, was man sich wünschen kann. Ja, da strickt es sich doch richtig gut.
Ich gehe mal rein und dann zeige ich euch mal, wo wir einen schönen Abend haben werden. Ambiente hier. Guckt mal, hier steht auch sogar ein Wollkörbchen und natürlich was zum Naschen. Und hier in der Bücherecke, da werden wir heute stricken. Ich stelle schon mal mein Körbchen ab. Hier stehen schon andere Stricktaschen. Ist das nicht hübsch? Sogar mit Kaminfeuer heute. Was ist denn das hier für eine coole Wolle? Wo kommt denn die jetzt her? Das Knäuel der Strang 2 Euro. Da muss ich doch gleich mal ein bisschen genauer stöbern. Sehr cool. Das ist echt immer so nice hier. Richtig cool gemacht. Das ist echt ein richtig cooler Secondhand-Laden. Hier habe ich immer schon mal was gefunden. Das ist auch süß hier, das kleine Wäschen. Hier findet man immer so richtig kleine Unikate. Egal, was man sucht, hier wird man eigentlich immer ganz gut fündig. Auch so immer mal so zwischendrin so ein paar alte Sachen. Eine schöne Kaffeetasse, die habe ich natürlich schon genug zu Hause. Ja, das ist cool, die Kaffeemühle. Echt nice. Schönen guten Morgen am Mittwoch. Heute ist der 3. Juli. Eddie ist noch ganz müde.
Ja, und gestern Abend war ich ja im Stricktreff in der At-Home-Factory und da ist richtig was gewachsen an meinem Anker-Sweater für meinen Mann und der Ärmel. Da ist richtig was gegangen. Ich bin jetzt auf kürzere Nadeln übergegangen, Vierer-Nadel-Nadelspiel. Das ist echt bequemer, da habe ich nicht so ein Kuddelmuddel mit den Nadeln. Ja, mein Mann hat auch gestern angehalten und ich glaube, der wird richtig, richtig toll. Hier habe ich meinen Startmarkierer für diese Woche. Also in dem Vlog ist bis jetzt diese Länge hier entstanden. Also da geht auch noch ein bisschen was an Länge. Und hier ist übrigens meine Strickecke. Wenn ich nicht draußen sitze, sitze ich in diesem Sessel. Und hier habe ich dann so meine Accessoires, die ich so brauche. Wie zum Beispiel so ein kleines Körbchen. Da habe ich so allerlei Kram drin, den ich so brauche. Auch eine Handcreme. Und eine ganz alte Kiste. Da sind auch noch Nadeln drin. Ja, und das Wetter ist heute, ich würde sagen, so semi. Gleich habe ich ein Strickfrühstück. Ja, Mensch, wer hätte das heute Morgen gedacht? Als ich aufgestanden bin, hat es geregnet. Jetzt kommt die Sonne raus. Strickjäckchen brauche ich zwar noch, aber die werde ich nachher hoffentlich ausziehen können. Ja, der Elli und ich, wir gehen jetzt noch eine kleine Runde und dann geht's zum Strickdate. Prima. Super. Gib mal aus den Ball. Oh, jetzt überall Schneckenalarm. Hey, aus den Ball. Hey, Kumpel. Prima. Sitzen. Guck mal, der Eddie und ich, wir haben uns heute farblich abgestimmt. Eddie, guck mal, wie schön wir matchen farblich hier. Super. Und such. Ja, komm. Hier ist heute Morgen irgendwas Gutes unterwegs. Es riecht gut, wohl? Zum draußen sitzen ist es noch etwas frisch. Da ist mein Strickkörbchen und da ist von der Susanne das Stricktäschchen. Und guckt mal, ich bin schon beschenkt worden am frühen Morgen. Die hat mir einfach vom Opal Socken Abo Wolle geschenkt. Ist das nicht cool? Ich bin ganz geflasht. Hier, schaut mal. Und von Mondlichtgarne, ist das schön. Die liebe ich ja auch, die Videos von ihr. Die sind so toll. Und noch dieses hier. Wow! So, jetzt gibt es gleich hier ein leckeres Frühstück. Ja, wir haben richtig lecker gefrühstückt und jetzt geht's an die Nadel. Ich habe hier meinen Anker-Sweater dabei und die liebe Susanne. Hi, du bist heute Gast in meinem Video. Hallo. Was strickst du? Ich stricke von Kleinigkeiten, Liebe. Ja, von der Sharon, sehr schön. Genau. Wie heißt das nochmal? Glöckchen? Glöckchen? Glöckchenbluse. Glöckchenbluse. Ja. Guck mal, Sharon, ist das nicht schön? Ja. In so einem tollen Grün, in so einem richtig schönen Waldgrün, da ist die Wolle. Da seht ihr die Farbe besser. Ja. Wir haben es hier richtig schön. Tatsächlich eine Kaschmir-Sockenwolle. Ja, ganz cool. Das war richtig, richtig schön. Wir haben jetzt ganz lange geschnackt und gestrickt und uns ausgetauscht über Wolle und Anleitungen. Das hat richtig Spaß gemacht und gut getan. Ja, jetzt fahre ich nach Hause, werde den Hund nochmal lüften. Und dann starte ich schon wieder zum Stricktreff Teil 2 für diese Woche. Ist ja immer alle 2 Wochen meine Stricktreff-Woche. Und ja, dann nehme ich euch auch wieder ein bisschen mit.
suche jetzt mal die Wolle für euch aus für das Gewinnspiel. Ich nehme diese beiden hier. Das ist einmal, die habe ich auch schon mal verstrickt, in diesen schönen Farben mit Baumwolle. Und einmal die hier, die habe ich auch schon mal verstrickt. Flotte Socke und Flotte Socke Sunshine. Genau, die gibt es dann für euch. Und hier gibt es echt so schöne Wolle bei der Katharina. Und wir sind hier immer gut versorgt. Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli. Wir haben aktuell 12 Grad Außentemperatur und ich habe das beste Wetter, um diesen schönen, dicken, chunky Pullover weiterzumachen. Ja, gestern ist richtig viel passiert. Ich habe mittlerweile 42,5 Ärmel. Da fehlen jetzt noch einige Zentimeter bis 49, dann kommt das Bündchen. Und hier sieht man auch die Abnahmen, die ich alle 8. Reihe gemacht habe. Und ja, also der erste Ärmel ist fast fertig. Der Eddie, der ruht da hinten noch. Wir warten, bis der Regen aufhört und dann lüften wir. Und? Und solange trinke ich jetzt hier noch meinen Kaffee. Übrigens bin ich gefragt worden, wie ich das denn mache, wenn ich mich selber filme. Da habe ich hier so ein schönes Stativ. Genau. So, jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Wolle und ein bisschen Kaffee. Das Warten hat sich gelohnt. Es ist trocken und wir nutzen jetzt den Tag. Erstmal zum Lüften. Ha? Eddie, schnappen wir uns die Leine. Ich habe hier gerade schon überall Wasser ausgekippt. Also, so grün war unser Rasen. Ich glaube, die letzten Jahre, seitdem wir hier wohnen, das ist jetzt 15 Jahre, noch nie. Genau, happy Lüften. Komm, Hund, auf geht's. Ja, aufi. Ja, wir drehen unser morgendliches Ründchen und bei uns gibt es jedes Jahr in den eigentlich warmen Monaten einen Wanderschäfer. Und deswegen muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich hier nicht durch die Schafscheiße rutsche. Und wenn es nicht die Schafscheiße ist, Eddie, dann ist es der Schneckenschleim. Woll? Ja, hier ist nämlich frisch geköttelt. Da, seht ihr es. Ich hoffe nicht, dass ihr das Video dann scheiße findet. So, auf geht's. Ründchen drehen. Eddie, such. Ja, wo ist der Ball? Hä?
wo ist er denn? Oh, hoffentlich ist er jetzt da nicht in das Loch reingefallen. Da hätte ich natürlich einen... Super! Wir hatten echt Glück, der Eddie und ich. Also kaum waren wir wieder zu Hause und standen unterm Dach, kam die nächste Regenschauer. Ja, und ich habe gedacht, ihr habt vorhin schon mal den Pulli gesehen und auch ein bisschen Fortschritt, aber ich zeige ihn nochmal in voller Gänze. Da ist nämlich diese Woche richtig was passiert und vielleicht, ja, mal gucken. Also den Ärmel kriege ich auf jeden Fall heute fertig und den Rumpf mache ich danach dann weiter. Ich zeige es euch mal. Und zwar, Ulla, wo ist denn hier mein Garn? Da hängt was fest. Also, das ist der aktuelle Stand. Ich gehe mal ein Stückchen nach hinten. Tada! Der Rumpf, der hat sich ein bisschen eingerollt. Da ist aber auch schon richtig was passiert diese Woche. Aber wo man es richtig gut sehen kann, ist der Ärmel. Da ist richtig was passiert. Da fehlen jetzt noch ein paar Zentimeter. Und dann kommt das Bündchen, 10 Reihen kommen da noch dran, innen, rechts, links. Und ja, hier stricke ich dann erstmal noch runden in glatt rechts. Und dann kommt der zweite Ärmel. Cool. Also wenn das Wetter so bleibt, kann mein Mann den auch diesen Sommer noch anziehen. Und ich habe schon gesagt, wenn der schön ist, dann mache ich mir auch einen. Es gibt ja auch noch die Frauenversion, das ist ja die Männerversion. Und weil das Wetter so herbstlich inspirierend ist, habe ich mir ein Buch rausgekramt. Und habe da eine Anleitung, einmal auf Seite, rausgesucht. Und zwar dieses hier, ich weiß nicht, voilà, jetzt ist die Wolle runtergefallen. Dieses hier von der Judith Jelena, von der habe ich schon 2 Tücheranleitungen von YouTube gestrickt. Richtig, richtig schön finde ich die Anleitungen, auch für Anfänger gut geeignet. Und in diesem Buch gibt es ein Tuch, das nennt sich Tuch Muscari. Und das ist dieses hier. Ich zeige es euch mal. Das ist ein Lace-Muster. Könnt ihr das so sehen? Ich glaube ja. Also so ein Lochmuster und das Ganze eben so als Tuch oder Schal. Und ich habe auch schon die Wolle. Die ist mir gerade runtergefallen. Moment. Die habe ich euch diese Woche auch schon gezeigt. Und zwar stricke ich das mit der Brigitte Nummer 3 in dieser schönen puderrosanen Farbe. Und ja, ich glaube, die steht mir. Ja, freue ich mich drauf. Habe ich hoffentlich genug. Ich habe ein bisschen mehr bestellt, weil ich eventuell noch was anderes damit machen werde. Ich finde, die Farbe ist echt richtig schön. Ja, und da sind noch tolle andere Anleitungen drin. Kuschelstrick halt schon mal, ne, für die kalten Tage. Und vor allem, wenn man ja jetzt anfängt, wir haben Anfang Juli, je nachdem, was man stricken will, braucht man ja auch ein bisschen. Und wir haben ja im Prinzip noch offiziell 2 Monate, naja gut, den September kann man auch rechnen, also sagen wir 3 Monate Sommer, wenn er denn kommt. Und da kann man sich ja schon mal Gedanken machen, was man dann im Herbst Kuscheliges stricken möchte. Es ist Sonne da. Und es ist Zeit zum Mittagessen. Es gibt bei uns heute Mittag eine schnelle Maultaschenpfanne. Da habe ich auch richtig Lust drauf und ich hatte ja die Tage Blümchen gepflückt, die habe ich an der Haustür vor dem Regen geschützt. Und wenn es nachher schön wird und guckt mal, wie die Blümchen ihre Hälschen zur Sonne strecken, dann gehe ich auf die Terrasse, nehme die Blumen mit und werde einen Kaffee in der Sonne trinken. Es könnte klappen. Jetzt hatte ich mich gerade nach draußen begeben. Die Terrasse abgeputzt, die Sonne kam raus. Jetzt wollte ich gerne draußen stricken und ein Käffchen trinken. Und was sehen meine trüben Augen? Es regnet schon wieder. Ja, Planänderung, dann gehe ich in meinen Sessel und warte ab, ob es nochmal trocken wird, weil ich möchte so, so gerne nämlich auf die Terrasse. Das ist da immer so, so schön. Und eigentlich, laut Wetterbericht, soll es heute Nachmittag trocken sein. Da seht ihr Eddie. Darauf habe ich ja heute gewartet. Und der Eddie, der wartet auch. Der hat nämlich auf seinem Pfötchen ein Leckerli liegen. Wollhund, möchtest du das haben?
Ja? Okay. Ja, einmal am Tag, manchmal auch zweimal, gibt es was zum Naschen für den Eddie. Ja, das ist jetzt mein Place to be. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Ich muss mal gucken, ob ich den Ärmel heute fertig kriege, weil ich muss noch mal anpassen bei meinem Mann. Nur wie oft ich den heute sehe, das weiß ich noch nicht. Ansonsten zeige ich es euch auf jeden Fall dann entweder heute Abend oder im nächsten Video. Ja, Kaffee habe ich am Start und die Blümchen, die haben ja schön im geschützten Eckchen an der Haustür gestanden und die sehen noch richtig gut aus. Von vorgestern sind die, glaube ich. Ich habe richtig was geschafft heute. Leute, der erste Ärmel ist fertig, auch schon abgekettet und ja, richtig cool. Ich habe da hinten, ach, da kommt auch der Eddie wieder, einen Pulli liegen von meinem Mann und habe einfach da den Ärmel abgemessen und das hat gut gepasst. Und ja, jetzt ist der erste Ärmel fertig, ist ein ganz schön langes Ende. Ja, und ich werde jetzt gleich mal hier an dem Sneakersocken noch weitermachen. Da ist diese Woche gar nicht so viel passiert. Da muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Und jetzt mache ich hier mal in mein Nadelspielset. Das finde ich übrigens richtig gut. Die Nadeln wieder rein. Das habe ich mir letztes Jahr mal gekauft. Das ist von, ich glaube, ich zeige es euch mal, Knit Pro. Und das sind Holznadeln. Die finde ich echt toll, toll. Sind von Nadelstärke 2,0, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 und auch 5. Genau, also sind 7 Paar drin. Und die brauche ich immer wieder mal. Genau, also aktuell stricke ich ja mit den Cubics hier. Und die finde ich jetzt auch im Moment besonders gut. Aber die finde ich auch richtig toll. Genau, das hat so gerockt heute hier mit dem Ärmel. Cool. Jetzt mache ich am Rumpf weiter. Und wenn ich den dann fertig habe und abgekettet habe, dann kommt dann der zweite Ärmel. Ist ein ganz schöner Brocken. Aber macht Spaß. Cool. Ja, die Episode 3 neigt sich dem Ende zu. Und ich hatte wieder ganz viel Freude dabei, euch mitzunehmen. Hier scheint jetzt noch die Abendsonne. Und ich danke euch auch ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Daumen nach hoch Augen geben und auch für eure Abos natürlich. Aber ich beende diese Folge nicht, ohne euch das Gewinnspiel noch zu zeigen, was ihr gewinnen könnt anlässlich meiner ersten 1000 Abonnenten. Wir sind allerdings mittlerweile, glaube ich, schon bei knapp 1600. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, was könnt ihr gewinnen? Es wird zwei Gewinner geben und zwar, ich hatte einen super Sponsor, die liebe Katharina vom Mädelskramladen war so nett und hat mir 4 Knäuel Sockenwolle zur Verfügung gestellt. Und zwar eine, also ich habe sie ausgesucht, das ist diese hier, die habe ich selber schon zu einem Tuch und auch zu Socken verstrickt, das ist ein Baumwollsockengarn, zweimal natürlich. Und dazu jeweils einmal eine normale Sockenwolle in dieser Farbe und einmal in dieser Farbe, die habe ich tatsächlich auch schon verstrickt und jetzt geht die Sonne weg. Dann brennt sie mir nicht mehr auf die Stirn. Und farblich passend dazu bekommt ihr einmal mit dieser Wolle diesen Reihenzähler und zu dieser Sockenwolle, die sind von mir, diesen Reihenzähler. Und es gibt von mir noch selbstgemachte Maschenmarkierer dann dazu. Die mache ich noch und exklusiv für jeden dann für den Gewinner. Das wird eine kleine Überraschung. Und es gibt noch ein kleines Strickwellness-Goodie obendrauf. Das verrate ich aber nicht, was das sein wird. Also macht unbedingt mit. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, ich möchte gewinnen. Und das lose ich dann aus. Und dieses Gewinnspiel hat nichts mit YouTube zu tun. Das ist noch nur von mir, ganz persönlich für euch als Dankeschön. Also es ist nicht gesponsert von YouTube oder unterstützt, sondern nur vom Mädelskramladen und von mir. Genau, das vorneweg. Und ja, dann danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich trinke jetzt noch den letzten Kaffee auf der Terrasse, werde dann den Hund nochmal lüften. Ich bin nämlich alleine. Und ja, nächste Woche wird es auch wieder eine kleine Episode von mir geben. Und da werdet ihr wahrscheinlich den zweiten fertigen Sneakersocken sehen, denn der erste,
der ist ja schon fertig. Dann werde ich den Pulli für meinen Mann weitermachen. Da habe ich ja den ersten Ärmel geschafft und auf jeden Fall werde ich den Rumpf nächste Woche fertigstellen. Dann habe ich noch Sockenbestellungen, die ich da auch annadeln möchte. Ja, und am Samstag, das ist mein persönliches Highlight, bin ich auf dem Wollfest in Kassel. Den einen oder anderen werde ich von euch da sicherlich auch sehen und kennenlernen. Also wenn ihr das seht und wenn ihr am Samstag da seid, sprecht mich gerne an. Ich freue mich total, wenn ihr vorbeischaut, beziehungsweise nicht vorbeischaut, aber wenn ihr mich seht, dass ihr einfach Hallo sagt. Wir können schnacken und Strickideen austauschen. Freue ich mich sehr. Ja, in diesem Sinne ganz, ganz vielen Dank nochmal für euer Zuschauen, dabei sein, Daumen klicken, natürlich auch abonnieren. Das hilft mir sehr und unterstützt mich. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Habt ganz viel schöne Strickzeit und hoffentlich das bei bestem Sommerwetter und nicht wie die letzten Tage in dieser Herbstepisode. Genau, aber ja, das Wetter wird bestimmt besser. In diesem Sinne, habt's fein, strickt fein und bis zum nächsten Mal.